Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zur ersten Folge in WWE 2K20 und dem Community Universe, dem Evoverse. Ja, wir müssen dieses Jahr mit einigen Problemen erstmal arbeiten. Dem einen oder anderen habe ich das Ganze ja schon berichtet. Auf jeden Fall werde ich euch das Ganze dann hier in diesem Video jetzt zeigen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, in der heutigen Folge werden wir 4 Matches uns anschauen, was eben auch daran liegt, dass ja wir quasi natürlich vakante Titel und sowas erstmal hier Matches vermitteln müssen. Und ja, bevor es natürlich so weit ist, werde ich euch jetzt hier gleich mal alles zeigen, wie das Evoverse in 2K20 vorläufig aufgebaut ist. Es wird natürlich noch ein paar Änderungen geben, sobald dann dieses Creator Championship zurück ist, was es ja derzeit nicht gibt. Und bis dahin müssen wir das Ganze so ein bisschen provisorisch machen. Auf jeden Fall, bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis in eigener Sache. Bei mir gibt es täglichen WWE 2K20 Content auf dem Kanal. Unter anderem jetzt jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge vom Community Universe, dem Evoverse. Dann haben wir die Karriere natürlich um 11 Uhr. Dann gibt es den Showcase, beziehungsweise gab es den Showcase-Modus. Dann gibt es ja Original DLCs. Was haben wir denn noch so Schönes? Wunschmatches natürlich, da könnt ihr auch selbstverständlich eure Wunschmatches in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall ein breites Spektrum, was ich euch hier auf meinem Kanal biete. Deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal mal ein Abo hinterlasst und wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Außerdem in der Videobeschreibung unter anderem der Link, um hier beim Community Universe, dem Evoverse, mitzumachen. Das Ganze ist nämlich ein Langzeitprojekt. Also, nur weil es jetzt angefangen hat, heißt es nicht, dass ihr nie mehr mitmachen könnt. Ich werde nach und nach, wenn ihr eure Charakter hochladen, werden die auch hier ins Community Universe hinzugefügt. Allerdings müsst ihr euch da die Teilnahmedingungen halten. Deswegen schaut euch das Video an, was unten verlinkt ist. Und dazu erfahrt ihr, was heißt erfahrt ihr, seht ihr noch eine Textdatei. Zwei Textdateien. Einmal mit verbotenen Moves. Das sind die ganzen Finisher, die sind als Standard-Moves nämlich nicht erlaubt. Und dann nochmal eine Übersicht, was in dem Video so gesagt wird. Trotzdem empfehle ich euch, damit keine Fragen offen sind, dass ihr euch dieses Video von Anfang bis Ende anschaut, auch wenn es 40 Minuten geht. Auf jeden Fall weiterhin noch in der Videobeschreibung die Links zu meinen Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlasst. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findet ihr auch unten. Ja, und dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Ihr wusstet ja, wir bekommen Raw, wir bekommen NXT, wir bekommen Legends und wir bekommen SmackDown. Dann noch Main Event, wo die 24-7-Matches stattfinden. Diese 24-7-Matches werden aber erst in ein paar Tagen losgehen, weil wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt 4 Matches pro Tag zeigen, muss das eben erstmal hinten anstehen, weil dadurch werden nämlich die nächsten Tage, die Folgen sowieso ein bisschen länger. Wenn dann diese quasi ja vakanten Titel und die Hauptherausforderer Matches, wenn das alles erledigt ist, dann werden die Folgen ungefähr so 25 bis 30 Minuten und dann haben wir auch wieder Zeit für die 24-7 Matches. Also das ist momentan so der Kalender für den Mai. Wir haben in den nächsten 2 Ingame-Monaten kein Pay-Per-View. Das liegt eben daran, weil jetzt erstmal wahrscheinlich noch neue Leute dazukommen. Und damit wir da erstmal diese Matches halt, wie gesagt, um die vakanten Titel und sowas dann abhaken können. Dann gibt es hier der erste Pay-Per-View. Das ist NXT TakeOver und natürlich auch Legends. Also NXT und Legends teilen sich immer ein Pay-Per-View. Das sind mal die TakeOvers. Und Raw und SmackDown teilen sich auch ein Pay-Per-View. Und ihr seht es hier, TakeOver Summer. Also dieser TakeOver ist nach dem Pay-Per-View-Prinzip vom SummerSlam. Dann haben wir nämlich hier im August den SummerSlam, logischerweise. Dann haben wir hier im September NXT Arrival, bzw. Legend Revival. Und das Ganze ist der Money in the Bank Pay-Per-View von NXT und Legends. Dann haben wir im Oktober den Money in the Bank Pay-Per-View. Dann hätten wir hier im November den TakeOver TLC. Im Dezember haben wir den Raw SmackDown TLC. Dann hätten wir im Januar 2 Pay-Per-Views. Und das sind beide mit Royal Rumble Prinzip, einmal hier der TakeOver Phoenix und dann natürlich Royal Rumble. Dann hätten wir im Februar Elimination Chamber und das ist der Pay-Per-View, wonach es keine Rückmatches gibt. Also, wer bei diesen Elimination Chamber Matches als Sieger rausgeht, der ist dann auch definitiv Champion und wird dann sehr wahrscheinlich so zu WrestleMania fahren. Dann hätten wir natürlich noch hier im März den Elimination Chamber Pay-Per-View für TakeOver bzw. für NXT und Legends. Und dann schließen wir das Ganze im April ab mit WrestleMania, beziehungsweise vorher erstmal NXT TakeOver Legends TakeOver New York, was eben WrestleMania gleichgestellt ist. Und dann natürlich noch der letzte WrestleMania, der letzte Pay-Per-View in dieser ersten Staffel ist WrestleMania. Bei den Pay-Per-Views werden immer alle Titelmatches ausgetragen.
Das heißt also, dass die Pay-per-Views sowieso ein bisschen länger werden. Nur damit ihr so grob Bescheid wisst. Meistens so eine Stunde. Je nach Pay-per-View-Stipulation ist eine Stunde 20. Also so, damit ihr auf jeden Fall mal eine kleine Übersicht habt. Ansonsten, ja, das wäre jetzt der Kalender. Und dann kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar war am Sonntag, den 17. November, 16:30 Uhr Stichtag. Wer bis dahin kontrolliert wurde und bis dahin angenommen wurde, der ist jetzt in dieser heutigen Folge dabei, die am 18. November um 15 Uhr erschienen ist. Alle, die bis dahin noch nicht hochgeladen wurden, beziehungsweise alle, die danach hochgeladen wurden, werden dann jetzt weiterhin geprüft und dann natürlich, wenn sie angenommen wurden, das erfahrt ihr auf dem Discord-Server, dann werden die auch in den nächsten Folgen hinzugefügt. So, wir kommen dann jetzt mal zu den Shows. Und das habe ich ja schon in einem anderen Video angekündigt. Wir werden dieses Jahr nicht mit diesen Rankings arbeiten, die wir hier im Spiel haben, weil die derzeit noch verbuggt sind. Und ich möchte das Ganze sowieso mal ein bisschen fairer gestalten. Und zwar werden wir dieses Jahr mit einem Punktesystem arbeiten. Ihr seht immer, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Das ist jetzt das Ranking von Raw vom Haupttitel. Haben wir Seth Rollins, natürlich als Champion Brock Lesnar, Randy Orton, Kevin Owens, Samoa Joe, Aleister Black, Drew McIntyre, Dev Psycho und JCC Styles. Haben wir also zwei Abonnenten in diesem Ranking mit drin. Und das heißt also, wenn jetzt hier so eine Folge rum ist, dann seht ihr dann eben immer hier das aktuelle Ranking. Und dazu seht ihr dann neben dem Namen die aktuelle Bilanz. Also wie steht da gerade? 1 zu 0 Sieg oder sowas. Und dann gibt es für einen Sieg, den ein Wrestler geholt hat, auch die realen Wrestler, die jetzt hier dabei sind, zum Beispiel Seth Rollins. Da bekommt man dann für einen Sieg 3 Punkte. Für eine Niederlage gibt es logischerweise 0 Punkte. Und wenn es einen No Contest gibt, dann gibt es einen Punkt. Dadurch haben wir, glaube ich, dann ein faires System. Diese Punkte erlischen, wenn es ein Championship-Match gab und derjenige das Championship-Match verloren hat. Dann geht diese Person wieder auf den letzten Platz und durch diese Bilanz ist natürlich auch garantiert, dass wir dann schauen können, wer muss denn jetzt mal aus diesem Hauptranking absteigen. Denn wir haben dann nämlich auch den Midcard-Titel hier von Raw, das ist der US-Titel, da sehen wir dann auch alle, die hier derzeit drin sind. Und dann haben wir momentan den Undercard-Titel. Und wie gesagt, da wir momentan keine eigenen Championships erstellen können, habe ich jetzt mal den alten, ausrangierten Spinning Belt von John Cena genommen, hier quasi als Undercard-Championship. Im Undercard-Ranking sind alle Leute drin, die neu im Evoverse mit dabei sind. Die oder beziehungsweise noch nicht lange im Evoverse mit dabei waren. Und damit halt erstmal zeigen müssen, ob sie denn diese Willenskraft haben. Ich kann euch aber sagen, es gibt einige, die letztes Jahr schon dabei waren, auch vorletztes Jahr, die sich neuen Charakter gemacht haben, die gesagt haben, hey, ich gehe direkt ins Undercard-Ranking rein, weil ich mich hocharbeiten möchte. Ja, dann haben wir die Tag Team Division. Da haben wir momentan ein Team hier. Das ist Michael Masters und David Cole. Das ist dann quasi für die schon garantiert beim nächsten Pay-Per-View. Also dass die, oder die, Re nee, Quatsch, die realen, die Abonnenten-Tag-Teams, die werden auf jeden Fall beim nächsten Pay-Per-View dann ein Match um die Titel haben. Das wären also hier Michael Masters und David Cole. Die treten um die Titel von den Viking Raiders an. So, bei Sonstiges haben wir nichts. Dann habt ihr schon mal auf jeden Fall hier Raw gesehen. Dann kommen wir zu NXT. Das ist die Mittwochsshow. Da hätten wir ja Adam Cole natürlich als Champion. Dann haben wir Gargano, Ciampa, Riddle, Jackson Ryker, Tony Torpedo und Wesley Malcolm Briggs. Dann hätten wir wir haben, das ist neu, stimmt, das ist etwas, was ihr noch nicht wusstet. Und zwar, wir haben bei NXT, das ist auch eine Neuerung, weil so viele Leute bei NXT sind, wir haben bei NXT zwei Haupttitel und zwei, nee, Quatsch, zwei Haupttitel und einen Midcard-Titel und einen Undercard-Titel. Das liegt eben daran, aufgrund der Masse an Leuten, die hier dabei ist, damit da wirklich auch jeder mal in den Genuss kommt. Und der NXT UK-Titel, der ist nur für Leute, die eben, ja, nicht aus Amerika kommen oder sowas, die starten dann hier bei diesem Titel durch. Da haben wir zum Beispiel in Sinister, ich habe halt schon geguckt, wo die Leute so herkommen, aus welchem Ort hier. Arch Enemy ist zum Beispiel aus Russland, der tritt also dann auch hier um den UK-Titel an. So ist das Ganze dann auf jeden Fall, ja, aufgeteilt. Und wie gesagt, dieser Titel ist gleichgestellt mit dem NXT Championship, den Adam Cole hält. Dann haben wir, wie gesagt, das Midcard-Ranking, der North American Championship mit Keith Lee, Roderick Strong natürlich als Champion, Velveteen Dream, Aiden, Caleb, Hale, Joey Samuels, das ist mein Charakter. Ich wollte eigentlich ins Undercard-Ranking reingehen, aber aufgrund der Tatsache, dass das sehr, sehr voll ist, weil sehr viele Leute zu NXT wollen, habe ich dann gesagt, nee, das ist sonst zu heftig. Also gehe ich dann hier ins Midcard-Ranking rein. Da haben wir Philip King und Van Avalanche. Und dann haben wir das Undercard-Ranking. Das ist auch der alte, ausrangierte NXT Championship mit Devon Cold, Muska, Phantom, Black Destroyer, Adam Jackson, Daniel Beast, Mike Leroy, Cassius Ohno, Shane Thorne und Oney Lorcan. Und dann haben wir die Tag Team Division. Die ist relativ uninteressant momentan noch, weil wir da eben keine
Abonnententeams haben, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Dann haben wir Legends. Das ist das oder die Show, wo die ganzen Legenden drin sind. Da haben wir nur Chris Hergico im Main Ranking drin als Champion. Momentan Stone Cold Steve Austin, aber The Rock, Booker T, Hollywood Hulk Hogan, Ric Flair, Mankind, Goldberg, Sting und Batista. Dann hätten wir im Midcard Ranking als Intercontinental Champion derzeit Ultimate Warrior. Dann haben wir den Headhunter, Gully, Steve Raymond, Pitbull, Joe Fisher, Eddie Guerrero, Ted DiBiase, Mark Henry, Randy Savage und Kurt Angle. Dann hätten wir im Undercard Championship, das ist der Titel, der dann, sobald der Creator Championship Modus da ist, der Titel wird dann für alle Shows eingestellt. Der ist jetzt hier momentan schwarz. Bei NXT wird er dann mit einem gelben Leder sein, bei Raw mit einem roten Leder und bei SmackDown mit einem blauen Leder. Also wie gesagt, X-Pack drin, dann haben wir El Brujo, Rex D. Reyes, El Drago, Jerry the King Lawler, Rowdy Roddy Piper und Papa Shango. Ja, und dann haben wir hier unsere Tag Team Division, momentan auch nur reale Tag Teams drin. In diesem Sinne werden wir auch hier bei Legends fertig und dann kommen wir zum krönenden Abschluss zu SmackDown, damit ihr auch noch seht, was hier so los ist. Da haben wir derzeit noch hier The Fiend als Champion, Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Black Dragon, Walter, Ricardo Balesca und Stephen A. Bishop im Main Ranking. Dann hätten wir im Midcard Ranking The Miz, Cesaro, Elias, Baron Corbin, Jonas, Drake, Mark Barrett und im Undercard Ranking, das ist auch der alte ausrangierte SmackDown Championship, der wird dann natürlich auch ersetzt, sobald es geht. Dann haben wir Chad Gable, Kalisto, Ali, Damnask, Lawrence Miller, Double X, Dustin Harper und Harper. So, und dann haben wir hier noch unsere Tag Team Division. Dann haben wir Derek Goldman und Luke Dupont. Das ist das Stable Honor, die so ein bisschen auf Ringkampf machen. Die sind also aktuell dann die Hauptherausforderer auf den Titel von The New Day beim nächsten Pay-Per-View. Ja, Leute, dann hätten wir das Ganze hier abgeschlossen. Damit habt ihr jetzt die Rankings gesehen. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wenn man eben 100 Tage Champion ist, wenn man den Titel 100 Tage gehalten hat, dann steigt ihr automatisch ein Ranking auf. Also es müssen nicht 100 Tage am Stück sein, sondern die Gesamtzahl 100 Tage. Das ist eben wichtig. Und wenn ihr den Titel, nachdem ihr den 100 Tage gehalten habt, ihr verliert den dann, dann bekommt ihr kein Rückmatch. Rückmatches bekommen auch keine realen Wrestler. Rückmatches bekommen nur noch Abonnenten. Das habe ich ja schon in 2K19 so eingeführt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt mal in die heutige Folge rein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie natürlich in die Kommentare. Ich denke mal, da gibt es einige, die beantworten können, weil es sind ja viele dabei, die schon in den letzten Jahren beim Everse mitgemacht haben. Das Ganze hat ja in 2K18 angefangen. Ja, und jetzt gehen wir hier schon wieder in ein weiteres Jahr. Also Leute, ich wünsche euch dann jetzt allen viel Spaß mit dem Everse in WWE 2K20. Allen natürlich viel Erfolg und ich möchte auch nochmal viele Leute darauf hinweisen, wenn euer Charakter jetzt am Anfang nicht so oft vorkommt oder nicht Champion ist, dann verliert nicht zu schnell die Lust daran. Ich sage einfach mal als perfektes Beispiel an Death Psycho. Der hatte letztes Jahr in WWE 2K19, wir haben 6 Staffeln gemacht. Eine Staffel sind, glaube ich, immer so, ich weiß es gar nicht wie viel. Auf jeden Fall, ihr könnt euch das ja ausrechnen. Also ein Ingame-Kalender, ein Ingame-Kalender. Also jeden Tag halt hier eine Wochenshow plus die Pay-Per-Views. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel es ist, aber er hat wirklich erst in der 5., 6. Staffel angefangen, Erfolg zu haben. Und vorher hat er nichts hinbekommen. Er hat wirklich standhaft abgewartet und ist nicht direkt ausgerastet, weil viele verlieren nämlich eben relativ schnell den Spaß, wenn sie dann merken, auch mein Charakter reißt ja gar nichts. Deswegen nochmal ganz, ganz großen Respekt an den Death Psycho und ich hoffe, viele nehmen sich daran ein Beispiel. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen dann jetzt mal rein und los geht's. Raw beginnt mit dem Match zwischen Rey Mysterio und Blake Baldwin. Da setzt sich Rey Mysterio durch. Dann hätten wir Michael Masters und David Cole. Sie treffen auf AOP. Da setzen sich David Cole und Michael Masters durch. Dann haben wir Yuri, der trifft auf Andrade, im Begleitung von Selina Vega. Was haben wir hier? Ich glaube, das war ein No Contest, so wie es aussieht. Ja, kommt hin. Nee, Quatsch, Yuri hat gewonnen. Er ist türkis. So, haben wir Snowman gegen Rowan. Hier setzt sich Snowman durch. Dann haben wir Adam Parker gegen Buddy Murphy. Hier setzt sich Adam Parker durch. Lance trifft auf Bobby Lashley im Begleitung von Lana. Hier setzt sich Bobby Lashley durch. Dann haben wir Paul Heyman als Manager natürlich von Brock Lesnar. Er trifft auf den Death Psycho. Hier setzt sich Death Psycho durch gegen Brock Lesnar. Das ist erstaunlich. Dann haben wir AJ Styles, trifft auf den Lolltron. Hier setzt sich AJ Styles durch. Und der Main Event, das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Denn es geht natürlich darum, wir müssen den Hauptherausforderer auf den Titel, den derzeit Brock Lesnar trägt, ermitteln. Das heißt also, wir gucken uns jetzt an, das Match zwischen Randy Orton, Seth Rollins, Drew McIntyre und JCC Styles. Das Ganze ist ein Fatal 4-Way
Elimination Match. Wenn hier nach 15 Minuten kein Sieger ermittelt wurde, dann ist dieses Match annulliert, dann hat keiner gewonnen und dann haben eben eventuell, dann hat der Sieger dann von dem morgigen Match natürlich die Chance, dann direkt sich für das Match gegen Brock Lesnar zu qualifizieren. Also, wir drücken dann mal dem JCC Styles alle Daumen, dass er dieses Match gewinnt. Der Schwung ist hier auf normal gestellt. Einzug ist ein und los geht's. So, das Ganze ist jetzt natürlich auch neu und zwar haben wir dieses Jahr den Schwung nicht mehr auf schnell, sondern auf normal. Rein theoretisch würde auch langsam reichen, denn wir haben ja jetzt in den Wunschmatches das gesehen, dass auch die Matches mit dem langsamen Schwung relativ schnell vorbei sind, aber man hat eben nicht mehr so schnell den Finisher und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und hier ist jetzt Seth Rollins auf dem Weg zum Ring. Ich würde allerdings sagen, wir gucken uns jetzt hier von den realen Wrestlern den Einzug natürlich nicht bis zum Ende an. Denn ja, jeder weiß, glaube ich, wie ein Seth Rollins zum Ring kommt. Wir gucken uns mal nur so ein paar Ausschnitte davon an. Und ja, warten wir, bis er angekündigt wurde. Na gut, dann können wir ihn überspringen. So, da kommt Randy Orton zum Ring. Ich bin echt mal gespannt. Also, was natürlich hier der Vorteil ist von diesen Elimination-Matches, dass wir eben wirklich eine faire Entscheidung haben. Wenn wir das jetzt nicht als Elimination-Match gemacht hätten, dann könnte man ja später sagen, ja, ich wurde doch gar nicht gepinnt. Deswegen, hier steht eigentlich dann auch nochmal eine zweite Chance. Und deswegen, das haben wir in 2K 19 schon eingeführt, dass wir eben so wichtige Entscheidungsmatches eben mit Elimination-Matches machen. So, The Viper auf dem Weg zum Ring, dann gehen wir auch mal weiter. Leute, ich habe echt Bock, dass es endlich losgeht. Mich freut das so. Wir hätten eigentlich vielleicht auch schon vorher anfangen können, aber ich habe halt noch ein bisschen zu lange gezögert und da jetzt eben, ja, eigentlich nicht feststeht, wann denn der nächste 2K-Patch erscheint, der nächste 2K20-Patch, habe ich mir jetzt gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach so. Wir machen die Rankings jetzt selbst, auch wenn dadurch für mich so am Tag, glaube ich, 30 Minuten mehr Zeit auf mich zukommt. Aber das mache ich gerne, weil dadurch werden wir, glaube ich, jetzt das fairste Universe aller Zeiten haben. Ja, Drew McIntyre auf dem Weg zum Ring. Und da warten wir auf Styles. Und von Styles werden wir uns auf jeden Fall den Einzug komplett anschauen. Denn der ist ja neu. Beziehungsweise neu sowieso, das sind die alle, aber er ist eben ein Abonnent und von den Abonnenten wollen wir natürlich sehen, wo, was die so an Zeit investiert haben in die Charaktere und da bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt. Und da ist er. Kommt dieses Jahr gar nicht mehr durchs Publikum. Oh, er einfach nur Styles, er heißt mit JC Styles, er heißt jetzt Styles. And if this falls count anywhere matches anything like ones we've seen in the past, you can bet the action won't stay in the ring. So, da haben wir es auch gesehen, es ist zensiert. Ich weiß nicht, warum Jaco Camp zensiert wurde. Aber, ja, keine Ahnung. 2K wird Gründe haben. Ich denke mal, sehr, sehr gute Gründe. So, Styles auf jeden Fall auf dem Weg zum Ring. Der Mann mit dem Ohrring. Der letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich gewesen ist in 2K19. Und zwar ist er da ja, glaube ich, als Karl angetreten. Und zwar in Teil der Walter Family gewesen. Ich gucke auch nochmal rein, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Moment, falsche Datei. Mein Karl. Ja, Jaco Camp. Hat auf jeden Fall das Walter Family eins der erfolgreichsten Stables, die wir, glaube ich, jemals hatten. Also die haben richtig rasiert. Bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr auch wieder einige Stables bekommen. Ach, das ist auch noch ein ganz guter Punkt jetzt gerade, wo ich drauf eingehen kann. Und zwar ist es ja dieses Jahr so, dass ihr euch für Stables bewerben könnt. Das habe ich ja in Discord reingestellt, welche Stables es sind. Es sind auch Bewerbungen eingegangen, aber bis jetzt ist noch kein Stable zustande gekommen. Weil einfach manche Bewerbungen so, ja, das war mir einfach zu wenig. Und wenn man dann jetzt überlegt, man hätte dann zwar ein Stable mit drei Leuten machen können, weil wenn einer davon inaktiv wird, dann kann man direkt das ganze Stable wieder löschen. Und deswegen warten wir ab, bis da eine gewisse Anzahl an Leuten auch was Vernünftiges geschrieben hat. So, jetzt geht's los. Falls Count Anywhere Elimination. McIntyre direkt mal gegen Seth Rollins. Und Randy Orton gegen JCC Styles. Oben rechts läuft die Zeit. 14 Minuten 50 Sekunden. Bis dahin muss auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen sein.
Ansonsten, wenn kein Sieger ermittelt wurde, haben wir eben, ja, beziehungsweise hat dann der zweite Mann Glück gehabt, oder der Sieger vom morgigen Match, oder wann auch immer das Ganze kommt. So, jetzt haben wir McIntyre und Rollins draußen. So, und jetzt McIntyre und Rollins gehen die Stage nach oben. Ja, Randy Orton mit einer Kontersperre, das muss Styles ausnutzen. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, wenn wir hier diese Multi-Matches haben mit False Count Anywhere. Das war schon in 2K19 mal so, dass sich da zwei, also mindestens immer draußen geprügelt haben. Und zwei, die den Ton im Ring angegeben haben. So, jetzt auch Orton und Styles draußen. Styles, McIntyre hat gerade keinen Finisher und Seth Rollins in der Kontersperre. Ja, das ist natürlich für beide jetzt super, aber das hat halt McIntyre dann gut gemacht. Weil er das genau eingeplant hat. So, Referee guckt sich das Ganze von draußen an. So, Pinfall im Ring gegen Rollins. Das dauert aber allerdings lange. Ja, und der kommt jetzt auch natürlich direkt raus. So, Styles ohne Konter. Genauso Drew McIntyre. Rollins gleich mit seinem ersten Signature. Styles hat auch sein Signature, wenn er jetzt Gas gibt gegen Randy Orton. Aber ich glaube, das wird gekontert, weil... Ja, aber er hat den Signature noch nicht eingesetzt. Und Rollins mit dem Schoolboy Superkick. Der sieht dieses Jahr von der Ausführung richtig gut aus. So, Pinfall gegen McIntyre. McIntyre mit dem Kickout. Aber der hat ja noch ein bisschen was, Seth Rollins. So, McIntyre kämpft sich zurück. Ja, jetzt den Stomp gegen den Kopf. Und McIntyre hat einen Finisher und der wird gekontert. Ne, er hat ihn ganz eingesetzt, okay. So, McIntyre auf jeden Fall jetzt ohne Reversal. McIntyre derzeit mit dem besten Körperzustand. Ja, Rollins macht da nichts mehr. Wir hätten unsere Platzwunde. So, und jetzt Styles. Was macht er da mit Randy Orton? Orton kann auf jeden Fall raus und frei. Und Dropkick sitzt. Und was macht jetzt Styles? Und Moonsault, ein Pinfall gegen Rollins ist raus. Seth Rollins ist eliminiert. Und Spear im Ring gegen Randy Orton. Und Pinfall. Wo ist der Referee? Ja. Ach, der Ringrichter war K.O. Ja, das rettet Randy Orton jetzt wahrscheinlich erstmal. Und McIntyre befördert JCC Styles nach draußen. Ja, und der lässt sich erstmal feiern. Nee, keine Ahnung, das Match ist gefühlt schon viel länger dran. Aber es sind gerade mal erst 5 Minuten und 12 Sekunden. He's got
Und jetzt Styles gegen McIntyre. Und was macht er? Er lässt sie mit dem Kopf aufs oberste Ringpolster fallen. Und jetzt sind er und also Orton sich nicht so ganz einig. Styles wieder mit dem Signature. Jetzt rennt er in Randy Orton rein, der jetzt auch nach draußen geht. Ich glaube, Orton wird der Nächste sein, der hier rausfliegt. Mit seinem roten Rumpf. So, und jetzt McIntyre. Aber da stößt ihn Styles runter. Und McIntyre mit dem Reversal. Wer wird der Gegner? Beziehungsweise, wer kommt in den Genuss, Gegner von Brock Lesnar zu werden? So, jetzt Pinfall gegen McIntyre. Ringrichter ist da. 1, 2, McIntyre mit dem Kickout. So, Ringrichter ist auch mal wieder K.O. Und wieder McIntyre mit dem Reversal. Jetzt Randy Orton. Jetzt gehen sie beide auf Drew McIntyre drauf. Aber der kann jetzt erstmal kontern und Randy Orton wieder hier. McIntyre kann jetzt nicht kontern. Wäre jetzt eine Chance für Randy Orton. DDT draußen. Pinfall. Reicht das? Jo! Drew McIntyre ist raus. JCC Styles oder Randy Orton. Randy Ortons AKO geht schief. Und das gibt so eine Art Tombstone. Und das war sein Finisher von Styles. 1, 2. Aber Randy Orton mit dem Kickout. Und jetzt hat Styles, glaube ich, ein Problem. Denn Orton hat sein AKO. Aber Styles hat ganz, ganz viele Reversal. Vertical Suplex mit Pinfall. Kickout. Und nächster Vertical Suplex. Und AKO sitzen. Ich denke mal, das war's jetzt für Styles. Glaube ich nicht, dass der dann nochmal rauskommt. Jo, Randy Orton setzt sich also hier in diesem Match durch und qualifiziert sich also für den Pay-Per-View. Ne, Quatsch, nicht für den Pay-Per-View. Davor müssen wir das Match natürlich noch machen. Obwohl, ne, wir machen es anders. Wir machen es dann beim Pay-Per-View zu einem Triple Threat Match. Ich glaube, das ist besser. Ich lasse euch das mal entscheiden. Ihr dürft entscheiden. Wird das zum Triple Threat Match beim Pay-Per-View oder sollen wir das Match dann vorher machen gegen den anderen, der dann das Match gewinnt? Und dann beim Pay-Per-View gegen Lesnar. Eure Entscheidung, wir gehen weiter. So. Und ja, ihr habt jetzt hier vor diesem Bildschirm die ganzen Rankings angezeigt bekommen, denn es lohnt sich nicht, diese Rankings jetzt hier quasi zu zeigen, weil wie gesagt, die Rankings sind nämlich verbuggt in diesem Spiel, die kann man auch nicht verändern. Wir gucken aber allerdings nochmal in die News rein, da gab es keine einzige Information hier bei Raw. Und ja, dann gehen wir mal zur nächsten Show, wir gehen mal gucken, was uns heute dann so bei NXT erwartet. So, dann kommen wir zu NXT. Da starten wir mit Shane Thorne gegen den Masker. Da setzt sich Shane Thorne durch. Dann war Phantom gegen den Black Destroyer. Hier setzt sich Black Destroyer durch. Dann hätten wir Adam Jackson gegen Devon Cold. Hier setzt sich Devon Cold durch. Außerdem Mike Leroy gegen Daniel Beast. Hier setzt sich Mike Leroy durch. Dann war Van Avalanche gegen Aiden Caleb.
Hale. Hier setzt sich Aiden Callum Hale durch. Dann hätten wir Arc Enemy gegen Joey the King. Hier setzt sich Joey the King durch. Dann haben wir Sinister gegen Tony Torpedo. Hier setzt sich Tony Torpedo durch. Dann haben wir meine Wenigkeit Philip King. Also Philip King gegen meine Wenigkeit Joey Samuels. Hier setzt sich, jawohl, Joey Samuels durch. Sehr gut. Guter Auftakt, guter Auftakt. Hier, push dich, Junge. Mensch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Komplett hier. Überall mögliche Rivalitäten. Ja, und dann das Match, was wir uns heute anschauen werden. Denn es geht ja um den Titel, den Adam Cole hat. Da müssen wir jetzt die Hauptherausforderer ermitteln. Und ja, Wesley, Malcolm Briggs, Johnny Gargano und Jackson Ryker machen heute den Anfang. Schwung normal, Einzug ist natürlich ein und los geht's. So, dann sind wir jetzt hier in der Arena. Johnny Gargano, der gute Freund vom Tracer, kommt zum Ring. Johnny Wrestling. Ja, würde ich sagen, den skippen wir dann mal. Also auch hier wieder Elimination, Triple Threat, 15 Minuten Time Limit. Und Jackson Ryker kommt. Und ich glaube, der ist gefährlich. Bei dem weiß ich echt am Anfang überlegen, wo steckst du den rein, in welches Ranking. Und ich meine, Jackson Ryker, wenn einer ein glaubwürdiger Champion ist, dann auf jeden Fall er. Bin ich mal gespannt, wie er hier so in dem Spiel abgeht von den Forgotten Sons. Und da kommt Wesley Malcolm Briggs, der ehemalige Delta ist am Start. Ehemalige EWO Power aus Jamaika. Schauen wir mal, was ich hier durchsetzen kann. This is the match a lot of these people came to see tonight. And with good reason, Michael, this one's been brewing for quite some time. Ja, das ist ein Typ, der steht für Kohle. Ja, lässt er sich hier. Ja, ich weiß nicht, ob er sich feiern lässt oder sowas, wie so die Crowd zu ihm steht. Wenn ihr übrigens hier so gelbe Striche seht, ich behaupte das definitiv an seinen Haaren. Weil es einfach so von der Farbe auch passt, was diese Striche sind. Also jetzt das da oben, das ist Feuerwerk. Genau, einfach mal durch Jackson Ryker durchlatschen. Ja, da ist er also da. Wesley Malcolm Briggs. Und da bin ich mal gespannt, wie er hier so, ja, seinen Auftakt feiern wird. Ey, was soll denn hier der Pogo schon am Anfang? Ja, NXT Chains sind da. Ja, und los geht's. Drei Leute in diesem Match. Und ja, Jackson Ryker stürzt sich direkt auf Wesley. Und fertigt jetzt auch Johnny Gargano mit einem German Suplex ab. Oh, und jetzt der Reversal von Briggs. Boah, diese Striche da, ist mal wahnsinnig. Also für mich ist definitiv Gargano hier nicht in der Favoritenrolle. Der ist absolut der Underdog. Das muss was heißen, wenn ich das gegen einen Wrestler sage, der eigentlich bei NXT gut abgeht. Aber wenn ich mir so die Körperproportion von den anderen beiden anschaue. So, was hat Ryker jetzt vor? Steigt aufs oberste Seil. Und springt jetzt an Wesley Malcolm Briggs vorbei und rollt sich dann doch erstmal raus. Vielleicht gar nicht so dumm, dass er sich jetzt erstmal ein bisschen regenerieren kann. Was haben wir denn hier so? Gargano ist bei 23%. Ryker sehen wir gerade nicht und Wesley Malcolm Briggs bei 16%, der jetzt aber auch kontern kann. Und Jackson Ryker macht hier von seiner Soforterholung draußen Gebrauch. Und ja, muss jetzt allerdings erstmal warten, bis seine Kontersperre weg. Aber gut, in dem Sinne ist es eigentlich egal. So, Gargano wieder mit dem Neckbreaker. Und Jackson Ryker, der macht das eigentlich clever. Der schaut sich das alles von draußen an. Ja, der ist gleich frisch. Der Mann von den Forgotten Sons. Und jetzt geht er doch in den Ring. Und
schnappt sich Wesley Malcolm Briggs und es gibt den nächsten German Suplex. Das fand ich jetzt echt von ihm gar nicht so doof, dass er da jetzt so reagiert hat. Oh, Snap Suplex. Also Snap German Suplex. Und Gargano muss zurück in den Ring. Jackson Ryker momentan nur einen Reversal. Wie sieht denn das aus? Knapp 50 bei Gargano und Briggs und 35 bei Jackson Ryker. Referee ist auch wieder da. Oh, Tequila Sunrise gegen Wesley Malcolm Briggs. Aber der stößt Gargano weg und Ryker guckt das wieder ein bisschen von draußen an. Und jetzt harte Punches gegen Johnny Gargano. Aber der Schwung scheint bei ihm nicht so hoch zu sein. Denn der kommt irgendwie nicht auf mehr als 38%. Überlegen, dass er eben schon bei 35% war. So, und jetzt Jackson Ryker mit dem Reversal. Und Wesley Malcolm Briggs auch wieder mit dem Konter. Der hat halt noch drei. 80% haben wir dann jetzt hier bei ihm. Es sind gerade erst 3 Minuten und... Was haben wir jetzt? 45 Sekunden rum in diesem Match. So, und jetzt Pinfall gegen Johnny Gargano. Aber der kommt raus. Jackson Ryker jetzt im Ring. Und das war stark. So, jetzt Johnny Gargano hat auch seinen Finisher und jetzt gibt es den Gargano Escape. Aber da gibt es direkt den Widerstand von Wesley Malcolm Briggs, den ich eigentlich jetzt ein bisschen zu früh finde. Sling Blade. Und wieder Pinfall. Und Gargano wieder mit dem Kickout. Der hat sein Comeback, wird es jetzt wahrscheinlich schon wieder nicht nutzen. So, und da liegt er jetzt erstmal draußen, Wesley Malcolm Briggs. Und Ryker könnte jetzt gegen Gargano ein leichtes Spiel haben, Signature wäre da. Und Gargano mit dem Reversal hat jetzt keinen Konter. Und jetzt schmeißt ihn Briggs raus. Und er will Jackson Ryker. Oh, da trifft er ihn. Ist das die Entscheidung? Ist das das Ende von Jackson Ryker? Jo, Jackson Ryker ist eliminiert. Wesley Malcolm Briggs mit der ersten Eliminierung. Er macht aber schön den Handstand hier. Und wieder muss der Ring... Ne, doch nicht, hat er Glück gehabt. Ah, Johnny Gargano hat gerade keinen Special. Oh gut, Briggs auch nicht, aber er ist immerhin bei 63%. Und bei deutlich mehr Kontern, damit es jetzt auch ein Dropkick sitzt. Oh, Spinneroony. Und Jackson Ryker will gehen, aber er wird nicht durchgelassen. So, und wieder Reversal von Briggs, der jetzt gleich bei 100% ist. So, Gargano auch wieder mit 2 Kontern. Und jetzt haben wir die 106%. Gargano mit dem Reversal. Und er springt da vorbei.
Gargano hat hier einen weiteren Reversal bekommen. Und jetzt beide. Jetzt bin ich gespannt. Gargano wieder im Ring. Match läuft jetzt seit 7 Minuten 10 Sekunden. Und Briggs mit dem roten Kopf. Und Johnny Gargano. Ist das die Entscheidung jetzt gegen Wesley Malcolm Briggs? Pinfall. 1, 2. Nein, Wesley Malcolm Briggs kommt nochmal raus. Und nächster Gargano Escape. Gibt er auf, unser Jamaikaner. Augen sind auf den Ringrichter gerichtet. Weil von Wesley sehen wir nicht so viel. Es geht auf jeden Fall lang. Nein, er kommt nochmal raus. Da hat er jetzt Glück gehabt. Aber jetzt kommt der Pinfall-Versuch. Ich glaube, das wird die Entscheidung sein. Weil das ist was, das ist schon seit letztem Jahr so. Er kommt raus. Wesley Malcolm Briggs kommt raus. Und jetzt wieder Pinfall. Er will die Chance nutzen. Gargano macht das clever. Und jetzt ein Roller. Opossum genutzt. 1, 2. Aber Gargano hat jetzt einen roten Rumpf. Und was macht jetzt Briggs? Schmeißt ihn erstmal wieder nach unten. Geht jetzt in den Ring, um sich vielleicht mal zu erholen. Keine Ahnung. Und nächster Neckbreaker. Hat ihm jetzt zwar einen Reversal weggenommen, aber ja. Briggs kommt irgendwie nicht zum Kontern. Jetzt ist er da. Und nächster Konter von Gargano und aber auch von Briggs. Und es geht wieder nach oben. Ja, das Match ist jetzt nicht so der Kracher. Muss man leider sagen. Und jetzt aber kommt der Finisher. Und Gargano taucht ab und nimmt ihn den Finisher weg. Kann jetzt allerdings nicht kontern. Und es war nicht der Finisher. Meteora. Pinfall. Reicht immer noch nicht. Ja, die Zeit läuft. Noch 4:55. Und Gargano wieder ohne Konter. Die Treppe regt mich auf. Diese Irish Hips regen mich auf. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich, das liegt daran, damit die sich hier ein bisschen Luft verschaffen können. Wenn die keinen Konter haben. Dann wieder Reversal von Briggs. DDT und jetzt hat er ein Signature. Und jetzt könnte er den Sack zumachen. Wenn es nicht wieder gekontert wird. Es wird gekontert von Gargano. Und der setzt den Gargano Escape an. Ich denke mal, das war's. Roter Kopf, da kommt er nicht raus. Jo, Wesley Malcolm Briggs hat am Ende einen grauen Kopf. Und ja, klopft im Gargano Escape ab. Ist natürlich ärgerlich, aber das gehört auch dazu. Wir sind ja noch hier jung im Evo's 2K20. Ja, und Johnny Gargano hat also die Chance, Adam Cole den Titel abzunehmen. Dann sind wir gespannt, ob ihm das gelingen wird. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter und schauen uns die Rankings an.
So, dann gucken wir mal in die News rein, was wir da haben. Auch hier keine News, dann bin ich mal gespannt, was wir dann jetzt bei Legends heute zu sehen bekommen. So, Legends beginnt und wir starten mit einem Tag Team Match zwischen den Outsiders und den Brothers of Destruction. Da setzten sich die Brothers of Destruction durch. Dann haben wir Randy Savage gegen Ted DiBiase. Hier setzt sich Randy Savage durch. Eddie Guerrero trifft auf Kurt Angle. Hier setzt sich Eddie Guerrero durch. Außerdem, das ist das erste Entscheidungsmatch um den quasi Herausfordererplatz. Und da hier eben kein Abonnent mit dabei ist, wird das Ganze simuliert. Das heißt also, der erste Sieger für dieses Match ist Hulk Hogan. Also, der Sieger vom zweiten Match muss gegen Hulk Hogan ran. Dann haben wir Rex de Reyes gegen Papa Shango. Hier setzt sich Rex durch. Dann hätten wir Gully gegen Steve Raymond. Hier setzt sich Steve Raymond durch. Dann hätten wir El Brujo gegen El Drago. Hier setzt sich El Brujo durch. Und Headhunter ist mit Pitbull Joe Fischer zu tun. Hier setzt sich Headhunter durch. Und der Main Event: Chris Jericho, Batista, The Rock oder Sting. Wer wird der Gegner vom Hulkster? Schwung ist natürlich normal. Einzug ein. Und das Ganze mit der Elimination-Bedingung. Ich wünsche euch viel Spaß und Hergi natürlich ganz viel Erfolg. Tja, Leute, und wir sind hier in der Mixed Match Challenge Arena. Das liegt eben daran, weil wir improvisieren müssen, denn die erstellten Arenen und auch die SummerSlam Arena haben nicht funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt mal auf eine weitere Arena gegangen und hoffe, dass es da funktioniert. Also, sollte irgendwann nochmal ein Patch hier vielleicht für dieses Spiel rauskommen. Ich hoffe zumindest, dass das passiert. Wäre ich echt total froh, wenn dieses Problem behoben werden könnte und wir dann auch auf die Arenen zurückgreifen können, die wir haben wollen. Ja, Batista ist also auf dem Weg zum Ring. Gut, ein Vorteil hat es natürlich. Wir haben jetzt hier eben eine richtige Stage. Aber wie gesagt, das ist halt Mixed Match Challenge. Also, naja, was willst du machen? The Rock kommt. The People's Champ. Komm, wir sind jetzt schon mal weiter als eben. Denn eben ist es hier an der Stelle abgestürzt. Bin positiv gestimmt, weil die Crowd ist da. Die Crowd hat Bock. Ja, und da sagt sie ja nochmal, Michael Cole, listen to that! Ja, The Rock. Dann würde ich mal sagen, das überspringen wir auch. Ja, und jetzt kommt der Mann, wo wir uns den Entrance komplett anschauen werden. Und das ist Herkfred McBonowitz oder auch Chris Hergico. Da ist er. Hat einen Gang drauf, als müsste er mal aufs Klo. Y2H. So, alle übrigens, wenn jetzt einer sagt, voll die Nachmache, das war meine Idee mit Chris Hergico, weil es halt bei Hergi passt. Denn er heißt halt auch am Anfang was mit Chris. Deswegen ist dieses Gimmick absolut legitim. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das nicht gemacht hätte. Ja, also, erstmal dezent an The Rock vorbei. Schauen wir mal, ob er die Gunst der Stunde nutzen kann. Und gleich dieses Match gewinnt. Oder ob es ein anderer wird. Wer wird der Gegner vom Hulkster? So, jetzt kommt allerdings erstmal der Stinger. Ja gut, Hergi muss mal sagen, der hat glaube ich keine leichte Gruppe hier erwischt. Allerdings hat das die Losung so ergeben. Dann breitet der Stinger die Arme aus. Ich würde allerdings sagen, jeder weiß, wie Sting zum Ring kommt. Wir skippen das Ganze dann mal und warten hier in diesem Elimination Match auf den Sieger. So, was haben wir? Hergi geht gegen Batista. Und The Rock gegen Sting. Und Black Suplex gegen Batista. Und Batista stößt jetzt Hergi weg. Und da ist wieder genau die Situation. Draußen hast du immer welche, die sich prügeln.
Hergi hat auf jeden Fall eine Kontersperre. Der wird jetzt von Batista wahrscheinlich erstmal ein bisschen fertig gemacht. Ja, Batista lässt doch von ihm locker, hat er Glück gehabt. Ne, geht doch wieder raus. So, jetzt geht's gegen den Ringpfosten. Und Sting mit dem Reversal gegen The Rock, der jetzt die Kontersperre hat. Allerdings auch schon 77%, mit Abstand am meisten. So, Rocky steht wieder. Noch keiner mit einem Körperschaden, das gibt's ja gar nicht. Der Belly-to-Belly-Suplex gegen Hergi. Und wieder der Reversal von Hergi und der lässt sich erstmal feiern. Ja, da war jetzt Batista dann doch etwas wacher. Was Ding jetzt ohne Konter. Und gleich mit dem Signature. Batista kommt auch wieder zu sich. Kommt der STO. Und jetzt Reversal von Hergi. Was macht Rocky gegen Sting? Bulldog. Der Batista jetzt im Ringseil wieder und The Rock mit dem Shoulderblock gegen Sting. Der steht doch direkt wieder. Hergi wieder mit einer Kontersperre. Wird jetzt nicht viel machen können. Sting hat auch momentan keinen Konter. Also Hergi hat keinen Kontersperre, hat einfach keinen Konter. Das gleiche wie Sting gerade. Hergi ist draußen. Und Simone Drop vom mittleren Seil gegen The Rock. Und da gibt es den Reverse Pile Driver gegen Dwayne The Rock Johnson. Jetzt gibt es ein paar Powerbombs gegen Batista. Und Pinfall. Batista kommt raus. Hergi immer noch mit dem Finisher. Aber trotzdem interessant hier, also dieser Körperzustand von dem. Dann ist so weit fortgeschritten. Kickout. So, Batista Bomb war da. Wenn ich es jetzt richtig hier gesehen habe. Hergi ist wieder draußen. Und Hergi auf jeden Fall schon mit einem roten Rumpf. Und Simone Drop gegen Sting. Und The Rock mit zwei Finishern und einem Signature. Jetzt hat er drei Finisher
Und Hergi mit dem Pinfall gegen Batista. Batista kommt raus und das Ding ist mal richtig schön bunt. So, ist der Rock Bottom? Jawohl, der Rock Bottom führt zur ersten Ernährung. Der Stinger ist raus. Aber gut, man hat es ja schon erahnen können hier, so wie sein Körperzustand war. Ja, The Rock hat noch zwei Finisher. Ich glaube, der wird das Match hier gewinnen. So, jetzt Hergi mit dem Pinfall. 1, 2, aber das reicht mir noch nicht. Und jetzt Batista gegen Hergi. Hat gleich ein Signature. Batista guckt schon erstmal an. Und so Rock mit dem Reversal. Ich könnte echt meinen, hier Hergi hat gerade zwei Feinde. Hergi mit einem dunkelroten Rumpf. Und nächster Rock Bottom. Ich denke mal, das war's für Hergi. Pinfall. Jo, und jetzt Batista oder The Rock? Wer wird der Gegner von Hulk Hogan? The Rock halt mit orangenem Körperzustand. Und Batista hat ein Signature. There he goes, crashing to the floor. Incredible technical prowess from the Rock. So, was macht Rocky jetzt? Bearbeitet den Arm. Steigt aus oberste Seil. Elbow Drop geht nicht gut. Und ist das jetzt das Ende von The Rock? Spinebuster. Pinfall. Jo, The Rock verliert also gegen Batista. Und damit kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem Hulkster und Batista. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Und ja, wir sind dann jetzt hier wieder am Ende von Legends angekommen. Und gehen nochmal weiter und schauen uns mal an, was uns sonst noch so hier bei dieser heutigen Folge erwartet. Ein Match gibt es hier auf jeden Fall noch. Vorher bekommt ihr wieder die Rankings, wie es hier derzeit aussieht. Und ja, dann schauen wir. Bin gespannt. So, dann werden wir jetzt bei SmackDown und dann schauen wir rein, was wir da heute so zu sehen bekommen. Und wir starten mit dem Match zwischen Braun Strowman und Baron Corbin. Hier setzt sich Strowman durch, dann haben wir Ali gegen Harper. Hier setzt sich Mustafa Ali durch. Dann haben wir Lawrence Miller gegen Dustin Harper. Hier setzt sich Dustin Harper durch. Dann hätten wir Damnest gegen Double X. Hier setzt sich Damnest durch. Cesaro hat es mit Drake zu tun. Hier setzt sich Cesaro durch. Jonas hat es mit Mark Barrett zu tun. Da setzt sich Jonas durch. Außerdem hier Honor trifft auf die, ja, auf die Revival. Dash Wilder und Scott Dawson, da setzen sich Dash Wilder und Scott Dawson durch, also kein guter Start für Honor. Dann hätten wir Walter gegen Ricardo Valesca Jr. Hier setzt sich Ricardo Valesca Jr. durch. Und der Main Event, da geht es natürlich auch darum, wer denn hier die Chance hat, Champion zu werden. Stephen A. Bishop, Roman Reigns, Daniel Bryan und Black Dragon. Allen Teilnehmern viel Erfolg und los geht's mit diesem Elimination Match. So, es ist Fatal 4-Way Action wieder angesagt mit 15 Minuten Time Limit und als erster kommt
Roman Reigns zum Ring, The Big Dog, das Roman Empire. Da bin ich mal gespannt, wer sich dann hier durchsetzen kann in diesem Match. Der ist so groß wie ich. Ich habe die Haare ein bisschen kürzer. Dann würde ich sagen, den skippen wir dann mal. Warten auf den nächsten. Ah, ich glaube, jetzt kommt der. Der Herr Bishop. Da gucken uns den Entrance auf jeden Fall komplett an. Ich dachte, der kommt mit dem Gehstock. Berlin, Germany. 2,10 Meter groß. Wie viele Namen der hat. Ja, da schauen wir uns, wie gesagt, das ist ein Abonnent. Von Abonnenten gucken wir uns, wo ist denn der Schläger hin? Der Baseballschläger ist weg. Vielleicht ist er gleich wieder da. Spawnt gleich wieder in die Hand oder sowas. Ja, blickt da nochmal rein. Oh, das ist eine Drohung. Das ist eine Aufforderung, glaube ich, hier Schere, Stein, Papier mit Brunnen zu spielen, oder? Im Brunnen fällt alles rein. Außer das Papier deckt den Brunnen zu, aber Stein und Schere fallen rein. Also Roman Reigns, da bin ich mal gespannt, ob er sich dieser Sache gewachsen ist. Der ist schon überlegen, ob er die Faust macht. Habt ihr gesehen, Roman Reigns will die Faust machen. Und das wäre dann quasi der Stein und der fällt in den Brunnen. So, jetzt haben wir dann hier Stephen A. Bishop und wir warten auf Daniel Bryan, den Natur-Champion oder was weiß ich, wie er sich auch immer nennt. Keine Ahnung. Da bin ich auch mal gespannt, was das in der Realität noch für eine Wendung mit ihm nimmt. Das ist so krass einfach, wie dieses Yes-Movement angeteasert wird. Bin gespannt, ob es irgendwann zurückkommen wird. Daniel Bryan auf jeden Fall auf dem Weg zum Ring. Dann warten wir auf den letzten im Bunde. Ja, zwei Abonnenten in diesem Match drin. Das ist doch mal was. Oh, den Song kenne ich. Den habe ich auch mal gehabt bei irgendeinem Evoverse-Charakter. Ich glaube, ich hatte einen 2K18. Ich meine, das wäre mein Evo-Liars-Sound gewesen. Auf jeden Fall Alistair Black. Ah, das ist Dragon, natürlich. Das wissen wir ja bei Dragon. Also nicht, dass ihr irritiert seid. Das ist bewusst, dass man halt da Kerzen sieht. Ich hab grad schon wieder Angst, dass da irgendwie das wieder einer auf Alistair Black macht. Ja, Dragon macht jetzt auf jeden Fall auf Street Fighter. So, und das ist auch wieder in dieser Fall. Wir hören Feuerwerk, aber wir sehen kein Feuerwerk. Aber trotzdem, es wird bestimmt irgendwann nochmal behoben. Hoffe ich zumindest. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, sieht es halt ein bisschen doof aus, so ohne das Feuerwerk. So, und da kommt er. Da macht er sich nochmal hier ready für seine Kontrahenten. Ja, ich bin gespannt, wie das hier so ausgehen wird. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Zwei Abonnenten, zwei reale Wrestler. Und das finde ich mal cool, dass man sogar die Fans buhen hört. Oh mein Gott, was für Geräusche. Ja, Daniel Bryan ist schon da. So, Hauptsache hier im Ring, da klappt das. Was macht Daniel Bryan denn da? Jetzt ist es ein bisschen verschwommen. Ich glaube, das soll so sein. Nee, es soll nicht so sein. Ich habe ja schon gegen ihn gekämpft. Und da war es nicht verschwommen. Was macht Daniel Bryan denn die ganze Zeit da? Ich glaube, das gibt gleich eine ordentliche Abreibung. So, ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier so auf die Körperproportionen achten, ist wahrscheinlich der Herr Bishop hier derjenige mit dem größten Vorteil in diesem Match. Aber vielleicht wird ja Größe durch Schnelligkeit geschlagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, dann gehen wir mal weiter.
und warten dann auf den Matchbeginn zwischen Roman Reigns, Stephen A. Bishop, Daniel Bryan und dem Black Dragon. So, es gehen erstmal die Abonnenten aufeinander los und Roman Reigns und Daniel Bryan. Und Roman pusht sich direkt mal. So, Bishop kontert das. Clothesline sitzt. Was haben wir denn hier für Prozente? Wer ist denn schon weit hier? Daniel Bryan mit 17%. Jetzt der Dragon mit 26%. Und Bishop hat schon die Kontersperre. Und Dragon lässt sie erstmal feiern dafür. Das müsst ihr jetzt halt ein bisschen ausnutzen. Jetzt geht es erstmal gegen die Barrikade. Und Spear hinterher. So, jetzt irgendwie da mit dem Schlag in die Magengegend. German Suplex im Ring von Roman gegen Daniel Bryan. Und na, Neckbreaker geht schief und da ist wieder die Kontersperre jetzt beim Bishop. Der muss jetzt wieder einiges bei sich ergehen lassen. Bishop ist gerade mal bei 26%, das läuft überhaupt nicht hier für ihn. So, Roman befreit sich. Und Daniel Bryan ist mit der Kontersperre. Was haben wir denn hier so? Roman hat jetzt gerade keinen Konter. Okay, das hat er clever gemacht. Dragon ist bei 84%, Daniel Bryan bei 87%. Ja, Dragon gleich mit seinem ersten Special Move. Bishop aber mit der Befreiung. So, und jetzt Roman tritt auf Daniel Bryan drauf. Und da gibt's eine Powerbomb. Sit-out Powerbomb sogar, Pinfall. Aber Daniel Bryan direkt mit dem Kickout. So, Dragon bei 97%. Und jetzt könnte er sein Signature reinhauen. Macht's aber noch nicht. Schickt Bishop dann auf die Reise. Und jetzt der Reversal von ihm. Einen hätte er noch. Und Daniel Bryan und ja, bis auf Bishop alle sogar mit dem Signature. Und Simone Drop geht schief von Roman Reigns. Dafür gibt es jetzt einen DDT. So, Yes Lock gegen Roman Reigns. Er wird doch niemals da aufgeben. Doch! Oh mein Gott, Roman Reigns gibt auf. Das ist erstaunlich. So, und jetzt Spear draußen gegen Stephen Bishop. Und Daniel Bryan hat sogar noch seinen Finisher. Jetzt Bishop mit der Befreiung, aber jetzt Dragon wieder von der anderen Seite. Und jetzt gehen beide gegen Bishop. The Planet's Champ, jetzt weiß es wieder. Und die 316 Punches gegen Steve Bishop. Aber die sind sich gerade einig hier, Dragon und Daniel Bryan. Das ist Waffenstillstand. Die gehen gemeinsam gegen den Großen. So, jetzt attackiert auch Dragon Daniel Bryan. Waffen nun versehen. DDT. Und jetzt Dragon doch gegen Daniel Bryan. Geht jetzt in den Ring zurück. Und da gibt's den Blackness von Dragon gegen Daniel Bryan. Und anstatt ihn da zu pinnen, das war jetzt nicht so clever,
Der Flash ist nicht gewesen. So, jetzt gibt der Dragon auf. Hat er noch eigentlich gar keinen... Was? Er gibt auf! Ey, was ist denn Daniel Bryan für eine Aufgabemaschine? So, Bishop oder Daniel Bryan? Wer setzt sich jetzt hier durch? Und da gibt's den Chokeslam. Face Chokeslam. Bishop mit dem Signature. Daniel Bryan mit dem roten Körper. Macht er jetzt hier den Sack zu? Ja, das war überraschend, aber wie gesagt, Daniel Bryan scheint die absolute Aufgabenmaschine zu sein. Das hat sich der Dragon anders vorgestellt. Ja, Bryan mit dem Kickout. Bishop hätte noch sein Signature. Und DDT. Reicht das jetzt gegen Daniel Bryan? Nee, noch nicht. Und End of Days wird gekontert. Und jetzt hat Bishop ein Problem. Jetzt hat er die Kontersperre. Und Daniel Bryan hat einen Finisher. Und der ist einfach eine Aufgabenmaschine. Das ist ein Fehler gerade von Daniel Bryan. Der könnte da mehr rausholen. Mit diesen Irish Whips immer hier, das geht mir voll auf die Nerven. So, und jetzt Schoolboy, Pinfall. Wieder der Kickout. Habe ich jetzt gerade was verpasst bei Bishop, aber warum war er bei 0%? Ich habe nämlich ganz kurz erst auf mein Handy geguckt. Ich glaube, für Bishop sieht es nicht gut aus. Und nächster Schoolboy-Pin. So, und der Referee ist hängen geblieben. Ne, er zählt weiter. Achso, das ist die Animation. Okay. Und wieder Bishop, das wird nichts mehr, glaube ich. So, jetzt hat Daniel Bryan alle Möglichkeiten. Ja, und wieder geht's raus. Ich glaube, wir müssen False Count Anywhere ausstellen. Sonst wird's zu schrecklich. Mit diesen Irish Whips draußen, das ist schlimm. So, Bishop jetzt, was zeigt er? Daniel Bryan mit dem Reversal. Und Bishop wieder mit der Kontersperre. Und Daniel Bryan mit zwei Finishern. Kommt angeflogen mit dem Big Splash. Und ich glaube, das war's jetzt für ihn. Nee, ist doch nicht der Aufgabegriff von ihm. So, Bishop wieder mit dem Reversal. Daniel Bryan mit dem Widerstand. Und wieder Daniel Bryan. Hat jetzt keinen Konter gerade. Und ich glaube, das ist die Entscheidung. Kommt Bishop da raus? Nee. Daniel Bryan bringt alle zur Aufgabe. Also Daniel Bryan ist auf jeden Fall mal eine richtige Maschine, so wie es aussieht. Da bin ich ja mal gespannt, Leute. Ja, damit hätten wir alle Matches für heute angeschaut. Ich muss echt sagen, es war anstrengend. Ich hatte insgesamt 5 Bluescreens gehabt. Ich musste teilweise so improvisieren, dass das hier überhaupt zustande gekommen ist. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Und ja, jetzt werde ich mich auf jeden Fall an die ganzen Rankings dran setzen, die ich jetzt da alle erstellen muss. Wir gehen auf jeden Fall dann nochmal zurück ins Menü, gucken uns noch bei Main Event an, was da so passiert. Aber wie gesagt, das ist für uns erstmal nicht relevant, denn 24/7 Championship, den gibt es jetzt erstmal noch nicht. Da müssen wir erstmal abwarten, bis das Ganze hier besser funktioniert.
So, ja Leute, dann gucken wir mal in die News rein, ob da irgendwas steht. Steht auch nichts da. In diesem Sinne wären wir dann jetzt hier mit dem Hauptpart der heutigen Folge fertig. Wir gucken dann nochmal beim Main Event rein. Also Main Event, da sind die ganzen Frauen drin. Das hat eigentlich für uns überhaupt keine Bedeutung, was hier jetzt so passiert. Wir machen es aber trotzdem. Also Liv Morgan hat gegen Lita gewonnen, Trish Stratus gegen Paige, Lacey Evans gegen Dana Brooke. Bianca Belair, Shayna Baszler, Candice LeRae, da setzt sich Baszler durch. Mia Yim gegen Io Shirai, hier setzt sich Io Shirai durch. Sasha Banks trifft auf Tamina im Begleit von Nia Jax, hier setzt sich Sasha Banks durch. Ember Moon gegen Carmella, hier setzt sich Ember Moon durch. Chyna gegen Beth Phoenix, hier setzt sich Beth Phoenix durch. Und der Main Event Natalya, Becky Lynch, Naomi und Lana, hier setzt sich Becky durch. Ja, Leute, und dann gucken wir mal hier. Da gibt es tatsächlich News. Die Rivalität zwischen Trish Stratus und Maria Kanellis ist außer Kontrolle. Die beiden Superstars werden keine Ruhe geben, bis die Rivalität geregelt haben. Und das gleiche gilt für Liv Morgan und Charlotte. Die beiden Superstars werden keine Ruhe geben, bis die Rivalität geregelt haben. Oh, jetzt war ich einer zu weit. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Die erste Folge Evenverse ist also rum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal dem Video einen Daumen nach oben da. Wo haben wir jetzt das Power Ranking? Wo haben wir das? Wo finden wir das Power Ranking? Das bei Superstars? Nee. Rivalitäten wahrscheinlich auch nicht. Shows bearbeiten. Wo zur Hölle ist denn das Power Ranking mittlerweile versteckt? Ach, ich werde es schon finden. Na gut. Ja, ist ja auch egal. Der Mafia ist jetzt heute ohne Power Ranking, weil, wie gesagt, das Ganze ist sowieso hier nach der ersten Folge ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback wieder in die Kommentare. Was fand ihr gut? Was fand ihr schlecht? Was hättet ihr vielleicht für Ideen, was wir noch verbessern können? Die Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Täglicher WWE 2K20 Content auf meinem Kanal. Das wäre auch eine tolle Aktion von euch, wenn ihr darauf Lust hättet und ihr meinem Kanal mal ein Abo hinterlasst. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.